Hallo und herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 4 hier auf dem Pixelhelden-Kanal mit mir, dem Ray. In der heutigen Ausgabe fahren wir erneut eine Entwicklermeisterschaft und das Fahrzeug, mit dem wir unterwegs sind, ist der 2017er Mercedes-Benz E350D Formatic All-Terrain Project EAT. Was für ein schöner, kurzer Name für dieses Fahrzeug. Ich glaube, damit ist es das Fahrzeug mit dem längsten Namen hier im Spiel. Wahnsinn. Und mir fällt auch gerade ein in dem Moment, ich habe das ja schon wieder falsch ausgesprochen. Vor ein paar Tagen wurde hier in der Community darauf hingewiesen, dass das gar nicht Formatic heißt. Ja, denn es steht zwar Matic da hinten und das spricht man logischerweise, weil da ja ein C hinten steht, auch Englisch aus, aber die 4 spricht man tatsächlich Deutsch aus, also als 4. Das ist so von Mercedes tatsächlich gewollt. Und deswegen, weil der Name so kurz ist und weil es ja so schnell geht und weil es so toll klingt, nochmal korrigiert in voller Länge. Wir fahren heute den 2017er Mercedes-Benz E350D 4MATIC All-Terrain Project EAT. Klingt das jetzt wirklich besser? Also ich, persönlich, also 4MATIC klingt doch geiler wie 4MATIC, oder? Egal, es ist so. Ich hoffe, alle Mercedes-Fans sind jetzt glücklich. Ja, ein Fahrzeug, was über die Top Gear-Story mit ins Spiel dazugekommen ist. Das fährt man da ja auch in einem Kapitel. Man schaltet es aber auch darüber frei. Also Inhalt des Season 11 Updates. Und ja, mit dem sind wir heute unterwegs, weil, wie schon erwähnt, in dieser Entwicklermeisterschaft, nicht Community-Meisterschaft. Ich will es hier schon die ganze Zeit verwechseln, aber das ist jetzt eine Entwicklermeisterschaft. Haben wir ja schon mal eine gehabt, glaube ich, im Sommer, oder? War das da? Also man sieht, ah nee, im Herbst war da eine, ne? Genau, Herbst, Entwicklermeisterschaft. Ja, auf jeden Fall jetzt sind wir in der Frühlings-Entwicklermeisterschaft unterwegs oder wollen wir unterwegs sein und da brauchen wir tatsächlich ein Offroad-Fahrzeug. Und wie der Zufall so will, ist eben dieser All-Terrain E-Klasse Mercedes ebenfalls in der Offroad-Klasse einsortiert. Upsala, das ist immer falsch, hier müssen wir hin. Und genau, wenn wir hier mal rübergehen, also perfektes Fahrzeug dafür. Doch, ja, ich würde sagen, bevor wir jetzt diese Meisterschaft angehen, müssen wir natürlich auch erstmal wissen, was kann das Fahrzeug denn auch auf dem Asphalt? Und da bietet sich natürlich nur eine Strecke an, nämlich unsere PXH-Teststrecke. Und genau da gehen wir einfach jetzt mal hin. Und da gleich zu Beginn mal ein paar Eckdaten. Also, der E350D 4MATIC, jetzt sage ich schon wieder falsch, 4MATIC All-Terrain, bietet als Basis einen 3 Liter V6 Turbo Diesel Motor mit 258 PS und 620 Newtonmeter Drehmoment. Im Namen steckt schon drin, 4MATIC, also hat er Allrad, das Ganze auf 2 Tonnen Gewicht verteilt und das lässt das Fahrzeug von 0 auf 100 in immerhin genau 6 Sekunden beschleunigen, das ist schon schnell und die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 250 km/h, zumindest mal laut Hersteller. Hier im Spiel tatsächlich schafft das Fahrzeug nicht mal annähernd 250, sondern 215. Ja? Also fehlt ein bisschen was. Ja, wie dir vielleicht schon aufgefallen ist, schalte ich relativ früh hoch, also ich drehe gar nicht voll aus. Ja, das liegt nicht daran, dass ich irgendwie einen Gehörschaden habe, weil normalerweise schalte ich ja nach Gehör. Nee, dadurch, dass es ein Dieselmotor ist oder Turbodieselmotor, wie auch immer, fällt die Leistung natürlich ab einer gewissen Drehzahl extrem ab. Ich glaube, jeder, der einen Führerschein hatte, jeder, der mal in der Fahrschule war oder so, wird das vielleicht auch schon mal durchgenommen haben, dass eben die Dieselmotoren mehr Leistung unten raus generieren oder man weiß es halt einfach so. Und so ist es auch im Spiel so, wenn man nämlich mal so ein bisschen auf die Leistungskurve im Motortuning achtet, das Fahrzeug, ja, da fällt die Leistung, das Drehmoment relativ stark ab einfach ungefähr so 4000 Umdrehungen. Deswegen versuche ich auch immer so um den Dreh, mal kurz vor, mal kurz danach oder genau auf 4000 Umdrehungen zu schalten. Und ich habe es auch getestet auf dem Trackstrip, ich habe es hier auf der Teststrecke getestet. Es macht viel aus tatsächlich. Also hier auf der Teststrecke macht es bis zu, ohne Flunkern, bis zu 2 Sekunden aus, wenn man voll ausdreht oder wenn man eben ein bisschen früher hochschaltet. Das macht echt was aus. Und auch tatsächlich auf dem Trackstrip hat das sehr unterschiedliche Ergebnisse verursacht. Deswegen nicht wundern, dass ich das so tue. Das hat schon Sinn. Ja, ja, zu den Fahreigenschaften auch vielleicht ganz kurz. Ja, das Fahrzeug ist halt, man merkt, dass es schwer ist. Ganz klar, die Leistung ist halt, ja, ist halt ein Diesel, ne? Ich würde jetzt den Diesel nicht unbedingt auf eine Rennstrecke oder eine Teststrecke schicken. Sein, das ist ein R18 Audi, ja, aber das ist nochmal ein ganz anderes Kaliber gewesen. Ja, dafür aber ähnlich eigentlich schon wie beim G63 AMG 6x6. Das Fahrzeug geht mega krass um die Kurven, also noch viel krasser. Also das Fahrzeug hat ein Einlenkverhalten und Grip ohne Ende, aber halt einfach keine Power irgendwo und deswegen ist das Verhältnis ein bisschen komisch. Also dem Fahrzeug fehlt einfach Bums, ja? Sagen wir es einfach ganz konkret. Das können wir natürlich dem Fahrzeug gleich noch ein bisschen verpassen, würde ich sagen, bevor wir die Meisterschaft angehen. Wir müssen sowieso auf A800 tunen, aber da schauen wir jetzt einfach mal.
Auf was wir jetzt aber auf jeden Fall zuerst mal schauen, ist die Zeit, eine 2:37.658 und damit sind wir ja so knapp eine halbe Sekunde langsamer als der 6x6 G63, also beide ungefähr auf einem Niveau, allerdings was den Leistungsindex betrifft nicht so ganz, ne? Ja, gesagt habe ich ja schon, 258 PS, hier im Spiel hat er sogar 261 PS, also nochmal 3 PS haben wir extra drauf bekommen, ja, die haben es natürlich schon rausgerissen, aber ja, ich würde einfach sagen, wir gehen direkt zurück zum Festival und bevor wir jetzt tunen, bevor wir die Meisterschaft anfangen, ich würde ganz gerne das Fahrzeug mir natürlich nochmal anschauen, denn ja, es ist natürlich nicht nur über die Top Gear Story dazugekommen und hat hier so einen schönen Top Gear Sticker drauf und dann, glaube ich, hinten auch nochmal. Und ich glaube, auch vorne hat es auch nochmal dieses Project EAT draufstehen. Nee, das wurde natürlich auch in der Top Gear-Sendung entsprechend so modifiziert. Ne? Als Basis, klar, dient eben der E350D 4MATIC All-Terrain. Ja, All-Terrain ist so, ja, das Pendant dazu. Bei Audi nennt man das, glaube ich, All-Road-Fahrzeuge. Also halt quasi ein bisschen höher gelegte Fahrzeuge, die auch ein bisschen so ins Gelände gehen können. Es ist da noch kein SUV, aber es soll halt trotzdem so ein bisschen durchs Gelände können. Ich glaube, bei Opel... Beim Opel Insignia gibt es, glaube ich, auch so eine Version, die heißt dann, glaube ich, Country Tourer, also Insignia Country Tourer oder sowas. Also fast jeder Hersteller hat das. Und eben halt bei Mercedes ist es halt All-Terrain. Und ich glaube, ab 2016 gab es es eben für die E-Klasse eher im T-Modell oder für das T-Modell. Und das diente natürlich als Basis. Ihr seht, es ist ein bisschen modifiziertes Fahrzeug. Und da möchte ich natürlich auch so ein bisschen drauf eingehen. Gerade was sich so bei der Dachkonstruktion ja so ergeben hat. Da haben wir nämlich zu einem natürlich ein Ersatzrad und sonstige Hilfsgüter mit dabei. Aber auch ganz interessant sind vielleicht diese PIA-LEDs und zwar vor allem, wo die her inspiriert sind. Also das sind natürlich klar, Zusatzscheinwerfer braucht man auf jeden Fall. Und inspiriert wurde es tatsächlich von der Roten Sau. Ja, die hatte das natürlich vorne am Grill, aber die haben gesagt, nö, das brauchen wir auch sowas, also machen wir es mal oben auf den Dachaufhänger. Und des Weiteren haben sie da vorne, ja, das ist tatsächlich ein Flügel, ja, kein Heckflügel, sondern den haben sie da vorne hin gemacht. Die Idee war tatsächlich, weil wenn man so eine Aufhängung auf dem Dach hat, das macht extrem störende Windgeräusche. Und die Idee war einfach, dass die Luft über diese Sache ja, gezogen wird, damit eben diese Windgeräusche nicht erzeugt werden, also dass es nicht so nervt. Das Problem war halt, es hat nicht funktioniert. Ja, das heißt, die machen jetzt ein bisschen Downforce hier über der Windschutzscheibe. Die Störgeräusche sind nach wie vor da. Und sie haben dann auch so berichtet, ja, netter Nebeneffekt ist noch, sie haben halt einen dauerhaften Sonnenschutz jetzt. Ja, sie müssen nicht mehr das Ding umklappen, was sie da halt einfach sonst haben. Jetzt haben sie einfach einen dauerhaften Sonnenschutz. Aber ja, den eigentlichen Effekt wurde damit dann irgendwo nicht erzielt. Ja, im Motorraum können wir auch mal kurz schauen. Wie schon gesagt, 3 Liter V6 Turbo Dieselmotor, aber gut, viel sieht man da eh nicht durch die Abdeckung. Und ja, dann haben sie halt optisch ein bisschen noch so ein paar Sachen angepasst. Eben, sie haben so Kühlergrille und alles so ein bisschen im leichten Bronze-Look gemacht. Ich meine, jetzt hier im Festival sieht es eher orange aus, aber halt überall so ein bisschen dieser Bronze-Touch in Verbindung mit diesem Standard-Braun-Lack haben sie umgesetzt. Sie haben tatsächlich bei Mercedes die kleinsten Felgen genommen, die es irgendwie im Repertoire gab, um halt einfach mehr Querschnittsfläche für die Reifen zu haben, weil das Fahrzeug sollte ins Gelände gehen. Ich habe ja noch gar nicht gesagt, warum sie das überhaupt gemacht haben. Nicht nur, weil sie Lust drauf hatten, sondern die wollten in Estland nahe der russischen Grenze wollten sie Bären jagen gehen. Also Bärenjagen nicht im Sinne von töten, sondern abfotografieren. Ja? Und da haben sie gedacht, da brauchen sie ein Fahrzeug, was auch ein bisschen Komfort bietet. Da bietet sich natürlich so eine E-Klasse definitiv an. Ja, und das war so dann die Idee, das so ein bisschen umzubauen. Noch ein paar weitere Sachen kann ich auch noch erzählen zu dem Umbau, aber ich würde sagen, wir brauchen wir gar nicht eigentlich weitermachen. Ich glaube, wir gehen jetzt einfach mal direkt ins Tuning. A800 ist das Ziel für die Meisterschaft. Alles Weitere kann ich auch während wir dann fahren erklären, weil wir wollen ja auch ein bisschen Rennaction haben. So, wir gehen mal ganz kurz rum, was wir so alles machen können. Also, Motorumbauten gibt es einige. 2 Liter rein Vierzylinder Turbomotor, ein 5,5 Liter V8 Twin Turbo. Ja, in der letzten Folge habe ich noch gerätselt, was für ein Motor könnte das denn sein? Ich habe dann direkt nach der Folge geguckt, was ist denn für ein Motor? Viele von euch haben es dann auch geschrieben. Danke dafür. Das ist der Motor aus dem E63 S-AMG, ja, den wir hier haben. Also, ja, wir können jetzt von der einen E-Klasse in die andere das transferieren. Machen wir vielleicht auch noch, weil ich weiß nicht, ob ich beim Diesel dann auf Dauer bleiben möchte. 1,6 Liter rein, 4-Zylinder Turbo Rally können wir noch und dann noch den Racing 7,2 Liter V8. Natürlich, warum auch nicht. So, wir könnten auf Heckantrieb wechseln. Gut, das macht, finde ich, keinen Sinn. Dann können wir, ja, natürlich noch mal mehr Zusatzscheinwerfer und Unterbodenschutz. Oder natürlich die Rallye-Scheibe. Okay, das sieht echt Panne aus, oder?
Wobei, irgendwie hätte es was. Ja, und halt die ganz normalen Splitter-Geschichte. Dann ja, können wir auch den und halt die Dachkonstruktion entfernen. Ja, könnten wir auch machen, um so ein bisschen die normale All-Terrain-Optik zu haben. Im Übrigen, Project EAT oder zu Deutsch Projekt EAT steht halt auch für E-Klasse All-Terrain. Ja, also deswegen haben sie das so genannt. Also jetzt, da ist kein mega anderer großer Geheimniscode drin. Ja, wir haben standardmäßig so Geländereifen. Wir können aber auf normale Sport- oder Rennreifen für die Straße gehen. Wir können aber auch nochmal auf spezielle Offroad- oder Geländereifen sogar wechseln, wenn wir da nochmal einen ganz extremen Umbau machen wollten. Also auch da ist einiges möglich beim Fahrzeug. Ja, und ich würde sagen, wir bauen jetzt einfach mal das Fahrzeug wirklich Offroad-technisch um, ne, dass das auch Sinn macht. Hier würde ich jetzt mal nichts machen an der Optik. Ich finde es okay, wir bleiben mal bei der Serienoptik für diese Meisterschaft. Jetzt bin ich nur überlegen bei den Reifen. Sollen wir wirklich die Gelände nehmen? Also die wirklich krassen Dinger mit dem Megaprofil? Oder sollen wir die... Ich meine, die normalen sehen halt... Ja, das, so sehen die halt normalerweise aus. Ich weiß noch nicht, ob wir dann zu wenig Grip haben. Bei 800. Wir könnten eigentlich auch durch breite Reifen das irgendwie machen, oder? 285er Schlappen. So. Ich bin gerade echt am Überlegen, oder sollen wir doch die Reifenmischung wechseln? Da haben wir aber nicht mehr so viel Spiel, oder? Nehmen wir mal die hier so. Die sehen noch ein bisschen normal aus. Ich glaube, diese ganz anderen brauchen wir nicht. So, das haben wir alles. Ja, Felgen könnten wir jetzt natürlich größer machen. Normalerweise kommt der ja, glaube ich, mit 20 Zoll daher. Aber das machen wir jetzt mal nicht. Wir können das auch ein bisschen nach außen stellen. Das ganze gute Ding. So. Und dann machen wir mal, ja, Getriebe und so weiter machen wir mal dazu. 8-Gang-Getriebe haben wir, Automatikgetriebe haben wir hier normalerweise am Start. Wir machen es aber nochmal ein bisschen fixer. So, boah, im Rennfahrwerk sieht er natürlich dann ein bisschen normaler aus. Wir machen trotzdem mal das Offroad rein, weil wir ja eine Geländemeisterschaft fahren. Wir machen, wenn die Zeit reicht, heute auf jeden Fall auch noch den Umbau. Vielleicht, um den mal ein bisschen mehr auf die Straße auszulegen. So, Gewicht. Ja, Gewicht machen wir mal so. Ein bisschen Gewicht schadet ja nicht, in diesen Offroad-Meisterschaften dabei zu haben. Und dann, ja, wir bleiben beim Dieselmotor und bauen den einfach mal so weit auf, wie halt irgendwie möglich. Was? Okay, der macht richtig... Moment, dann gehen wir hier nochmal zurück. Alter, warum macht das so einen riesen Sprung hier? Beim Turbo. Das hatte ich noch gar nicht drin. Hä, wieso macht der so einen riesen Sprung? Im Turbolader, alles klar. Ja, dann machen wir vielleicht nur den Sportturbo rein. Ist ja heftig, ey, dass der so einen riesen Sprung macht. Dann kann man mal richtige Leistung rauskitzeln. Ja, guck mal, machen wir das noch. Dann passt es. Ding lassen wir. Schwungscheibe brauchen wir eigentlich eh nicht. Okay, wunderbar. Dann haben wir das Ding ja schon mal umgebaut. Installieren wir. Und dann beginnen wir die Meisterschaft. Und auch da werde ich natürlich versuchen, ein bisschen früher zu schalten. Auch wenn wir jetzt einen Turbo-Umbau gemacht haben. So, jetzt bin ich mal gespannt, was uns erwartet. Die Meisterschaft ist hier. Genau, Entwickler Frühlingsmeisterschaft. Mal gucken, was die Entwickler da für Strecken konzipiert haben. Was da so auf uns wartet. Wir können ganz kurz Veranstaltung. Drei Rennen haben wir. Alles Sprintrennen, glaube ich. Oder das erste? Nee, alles Sprintrennen. Okay. Das erste ist das längste und dann wird es immer kürzer. Angesichts der Tatsache, dass es Frühling ist und wir in Großbritannien sind, kann ich dir kein gutes Wetter garantieren. Aber ich garantiere dir Spaß, egal unter welchen Bedingungen. Ja, dann bin ich mal auf jeden Fall gespannt. Ja, apropos Umbauten, ja, kommen wir da doch einfach mal, oder machen wir da mal weiter, was sie denn da so alles gemacht haben für ihren Trip nach Estland. Und da war es zum Beispiel so, dass sie beim Fahrwerk gar nicht so viel verändert haben, denn der All-Terrain oder die All-Terrain E-Klasse kommt tatsächlich mit einem Luftfahrwerk daher, damit man einfach, wenn man ins Gelände möchte, das Fahrzeug so knapp 2 cm höher legen kann, aber natürlich auch ein bisschen tiefer legen kann, wenn man dann doch mal sportlich auf der Straße unterwegs sein möchte. Ist ja eigentlich auch prinzipiell eine gute Idee und die Luftfahrwerke sind ja heutzutage auch sehr, sehr gut. Und ich merke auch gerade, dass unser Fahrzeug richtig gut abgeht hier. Nicht schlecht. Und wir können auf jeden Fall ganz gut mit den Raptors mithalten. Die sind in der Klasse ja schon eigentlich eine Hausnummer. Aber ist ja okay so. Wir wollen die Meisterschaft ja auch gewinnen. Genau. Und die haben jetzt aber für ihren Estland-Bärenjagd-Trip nicht extra ein anderes Offroad-Fahrwerk eingebaut, wie ich das jetzt gerade getan habe.
sondern die haben einfach ein bisschen an der Software nochmal getweakt und ein bisschen was am Luftfahrwerk geändert, um das nochmal ein bisschen offroadiger zu machen. Aber ja, die haben da eigentlich groß keinen Umbau gemacht. Und generell, die Umbauten sind auch eher optischer Natur und da auch mit vielleicht viel Liebe ins Detail. Natürlich ist es Geschmackssache, ob das jetzt gut aussieht oder nicht, gerade mit dem vielen Bronze. Aber es ist mal auf jeden Fall was anderes. Wenn, so wie ich, das Fahrzeug jetzt eh durch den Schlamm gefahren wäre, dann sieht man sowieso bald nichts mehr von diesen Elementen, weil das Fahrzeug sowieso komplett dreckig ist. Aber ja, so krasse Umbauten sind es dann halt doch nicht, weil, apropos krasse Umbauten, ja, es gibt tatsächlich von der E-Klasse eine All-Terrain-Version, die da heißt All-Terrain 4x4 hoch 2 und das verspricht schon mal echt Übles. Ich habe ja in der letzten Folge erklärt, ja, dass der 6x6 eine Portalachse hat und eben dieser E-All-Terrain 4x4 hoch 2 hat auch eine Portalachse, also der ist nochmals extremst höher gelegt. Müsst ihr mal gucken, der sieht total übel aus. Also der wäre nochmal viel, viel krasser als hier dieses Project EAT. Weil der nochmal so wirklich fürs Gelände ist. Und da vielleicht auch nochmal der Hinweis in oder zu der letzten Folge. Da habe ich ja immer wieder mal die 4x4 G-Klasse angemerkt. Da habe ich natürlich den 4x4 hoch 2 gemeint. Ja, also das ist so, ich weiß nicht, ist in meinem Kopf ist irgendwie drin, wenn ich 4x4 sage, dann ist für mich automatisch der hoch 2 gemeint, weil 4x4 bedeutet ja eigentlich nichts anderes als Allrad und muss man eigentlich ja nicht nochmal besonders oder gesondert erwähnen, weil ich glaube, eine G-Klasse hat immer Allrad und dann ist es eigentlich so gesehen immer mehr oder weniger ein 4x4 und deswegen die Korrektur auch nochmal an der Stelle zur letzten Folge, wenn ich 4x4 da gesagt habe, meinte ich immer den 4x4 hoch 2, der eben dann auch eine Portalachse zum Beispiel hat. Und eben von diesem All-Terrain gibt es eben auch so eine Version, was ich total krank finde. Aber ja, wir haben hier die Top-Gear-Variante, den Top-Gear-Umbau, der wie gesagt eher kosmetischer Natur in erster Linie ist. Aber dafür sind wir hier in Forza unterwegs und können selber ein bisschen... Boah, die Kurve ist ja mal mehr als fies. Ja, die Checkpoints sind alle ein bisschen enger gesetzt, wie ihr seht, weil man einfach ein bisschen auch diesem Trampelpfad folgen soll. Oh Gott. Und das ist halt echt schon fast so eine Rallye-Etappe. Ich tue mich gerade auch ein bisschen schwer, hier die Spur zu halten, jetzt mit den Felsen, die hier im Weg sind. Da hätte ich jetzt doch den Unterbodenschutz vielleicht dran machen sollen. Aber konzentrieren wir uns mal aufs Rennen. Ja, eine Frage hätte ich da noch tatsächlich an euch, also an dich als Zuschauer. Habt ihr die Folge gesehen in Top Gear, wo sie mit dem unterwegs waren? Würde ich mal interessieren, ob das jemand wirklich gesehen hat. Also ich kenne die Folge nicht. Ich habe mich dann aber vor der Folge mal so ein bisschen darüber informiert. Eben, was haben sie denn da konkret umgebaut? Was war die Idee dahinter? Ja, das war einfach halt auch irgendwie so, wir bauen halt mal ein bisschen um. Aber die Folge selber habe ich nicht gesehen. Gehört ja auch zu den neueren Top Gear Folgen mit den neueren Moderatoren und deswegen, ja, denke ich mal, haben es auch wahrscheinlich nicht so viele gesehen, aber ja, vielleicht doch der ein oder andere. Deswegen lasst es mich wissen. So, jetzt konzentrieren wir uns aber auf den letzten Abschnitt der Strecke noch. Aber ja, geile Strecke auf jeden Fall. Finde ich cool. Müssen wir halt natürlich ein bisschen, ein paar Mal mehr fahren wahrscheinlich, um da reinzukommen. Uiuiui.
Nee, ist coole Strecke auf jeden Fall. Gefällt mir. Richtige Rallye-Etappe. Da haben wir das richtige Fahrzeug ausgewählt. Also ich würde bei einer Rallye auch immer als erstes mein E-Klasse T-Modell nehmen. Das ist doch ganz klar. Sehr schön. Dann haben wir das gewonnen. Und dann gehen wir direkt zum nächsten Rennen, die jetzt ein bisschen kürzer sein sollten. So, dann gucken wir doch mal, wo sind denn die anderen Rennen? Hier haben wir noch eins. Und tatsächlich ist es auch so, dass das Fahrzeug auch zwei Ersatzräder hat. Eben das eine auf dem Dach, was man sieht, aber auch eben nochmal im Kofferraum befindet sich auch nochmal ein Ersatzrad. Also die waren da wirklich gewappnet dafür, Räder zu wechseln, wenn es denn drauf ankommt. Ich meine, wenn man schon auf Bärenjagd geht, auch wenn die Jagd Fotos beinhaltet hat. Ja, damit zu spaßen ist ja nicht. Und wenn man dann da irgendwo feststeckt, ja, vielleicht nicht so cool. Boah, aufpassen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass bei dieser Meisterschaft derselbe Playground Games Mitarbeiter hier diese Strecke erstellt hat, weil es auch wieder diese ganz engen Checkpoints irgendwie sind. Oder das war irgendwie die Vorgabe bei denen, solche Strecken zu machen. Auf jeden Fall muss ich sagen, diese Entwicklermeisterschaften sind auch ganz cool. Ich hätte auch mal nichts dagegen, wenn sie wirklich mal offiziell ein paar mehr Strecken, ein paar mehr Startpunkte mit ins Spiel bringen würden. Um einfach, dass man auch selber, wenn man für eigene Strecken wieder ein paar mehr Startpunkte hätte. Es ist halt super, super eng und super schwierig zu überholen. Oh fuck, das haben wir jetzt fast gedacht. Na, das war jetzt natürlich nichts. Okay, das wird jetzt natürlich eine kritische Sache. Weil da verlieren wir jetzt wahrscheinlich richtig, richtig viel Punkte in der Meisterschaft. Okay, das ist natürlich jetzt richtig heftig. Das Problem ist, dass diese Raptors hier super, super fett sind und super viel im Weg stehen. Ja, und er macht einfach eine Straßensperre. Alles klar, läuft bei ihm. Also ich habe mich ja noch so schön auf die Seite gelegt, dass jeder schön dran vorbeifahren konnte, weißt du? Und der blockiert gleich mal die ganze Mannschaft hier. Ich muss gucken. Also gewinnen tue ich es, glaube ich, nicht mehr, das Rennen, aber vielleicht trotzdem noch ein bisschen nach vorne fahren. Weil die Meisterschaft würde ich schon gern gewinnen und dann sollte ich jetzt natürlich so viele Punkte wie möglich irgendwie versuchen noch mitzunehmen. Okay, also wir sind immerhin Vierter. Also den dritten sollten wir vielleicht noch kriegen, das wäre schon ganz nice. Fährt sich aber geil, das Fahrzeug so. Also jetzt für solche Schotterabschnitte und vielleicht auch durch den Schlamm, ganz cool. Durchs richtige Offroad-Gelände, ja, es geht. Also ist okay. Da haben wir schon Schlimmeres gefahren. Komm, vorbei. Jawohl, sehr gut. Ja, das ist schon das Ziel leider. Ja, nur Dritter, das wirft uns natürlich jetzt in der Meisterschaft ein bisschen zurück. Das heißt, das letzte Rennen sollten wir auf jeden Fall gewinnen. Ja, dieser Überschlag hat mich natürlich jetzt ein bisschen gekostet. Wir sind zwei Punkte jetzt hinten dran auf Platz 2 aktuell in der Meisterschaft. Sollte ich das letzte Rennen aber gewinnen, sollte das natürlich auf jeden Fall reichen. Aber ich muss es erstmal gewinnen und das versuche ich natürlich jetzt direkt. Jetzt muss man gerade noch schauen, wo ist denn das letzte Rennen? Ja. Mitten in Broadway geht's los. Und es dürfte jetzt wahrscheinlich das kürzeste sein.
Oder vielleicht auch nicht. Ich weiß nicht, welches ich jetzt gerade eben gefahren bin. Ist auch egal. Fahren müssen wir es so oder so. Ja, leider kosten die Rennen ein bisschen viel Zeit. Ich dachte, ich habe mir noch ein bisschen mehr Zeit für einen etwas krasseren Umbau. Aber sollte die Zeit nicht reichen, ja? Wer sagt denn, dass wir das Fahrzeug nicht nochmal verwenden dürfen in einer Folge und dann eben einen etwas anderen Umbau machen können? Aber am Ende der Folge will ich den auf jeden Fall mal noch kurz machen. Um einfach mal zu zeigen, was denn da so möglich ist. So, und jetzt aber Konzentration, jetzt alles für diese Meisterschaft investieren. Boah, der Zaun bremst natürlich aus. Das war natürlich in der letzten Folge noch ein bisschen anders, als wir mit dem 6x6 unterwegs waren. Da hat natürlich nichts ausgebremst. Höchstens eine Felswand. Und selbst die haben wir noch weggeschoben. Also gefühlt haben wir die weggeschoben. Okay, hier mal kurz die Alternativroute hier. Ja, wir haben einen Rechtssitzer, weil klar ist natürlich, die haben natürlich ein englisches Modell verwendet. Ist ja auch eine englische Sendung oder eine großbritannische Produktion. Aber ich würde es schon irgendwie auch cool finden, wenn man mal so ein Kombi-Modell, also ein T-Modell von Mercedes, so eine ganz normale Version davon im Spiel oder so hätten. Ich meine, wir haben hauptsächlich, was die Kombis betrifft, nur von Audi drin, weil die halt zum Teil wie beim R6 auch nichts anderes anbieten. Aber ja, trotzdem ein paar mehr wären ja nicht schlecht. Ich glaube, da stimmen mir einige zu. Einfach mal, um die Auswahl einfach zu haben. Also ich hätte auch nichts dagegen, wenn man einfach beide Versionen, sowohl Limousine, Coupé, Kombi-Version von den ganz vielen Sachen mit reinbringen würde. So, aktuell sieht es ganz gut aus. Jetzt nur nicht. Nachlässig werden. Uiuiui. Und da vorne kommt schon bereits das Ziel. Noch ein paar Kürfchen und dann sind wir da. Ah, das soll aber eigentlich passen. Es ist halt so ungewohnt, dass man halt eher so untertourig fährt mit dem Ding. Man hat immer so das Gefühl, okay, ich verschenke hier gerade richtig viel Speed. Aber wenn man mal auf die Beschleunigung achtet, es ist einfach viel, viel schneller, wenn man so untertourig fährt mit dem Fahrzeug. Also das ist auf jeden Fall mein Tipp, wenn ihr beim Dieselmotor bleibt. So, sehr schön. Wir gewinnen auch dieses Rennen. Und damit dürfte dann auch die Meisterschaft gewonnen sein. Denn ich glaube, der Zweitplatzierte kriegt 4 Punkte weniger. So ist es. Und damit haben wir auf jeden Fall gewonnen. Sehr schön. Also Offroad-tauglich ist es auf jeden Fall, das Fahrzeug. Und wenn man ein bisschen was am Motor macht, dann geht es auch ganz gut ab. So. Da haben wir den Ford Raptor von 2011 freigeschaltet. Den habe ich zwar schon, aber ein Zweiter tut ja nicht weh. Es sei denn, der Fuhrpark ist voll, dann könnte er schon wehtun. Aber noch habe ich ein paar Plätze frei. Zumindest mal habe ich erst vor ein paar Tagen ein paar Fahrzeuge, die ich doppelt und dreifach hatte, die ich nicht unbedingt doppelt und dreifach brauche, auch mal ausgemistet. Ja, wir speichern mal ganz kurz ab. Die ganze Geschichte hier. Freigeben kann ich es leider nach wie vor noch nicht. Erst morgen Nachmittag wieder.
Machen wir mal so. Oder All Terrain hätte ich es jetzt ja nennen können, aber lassen wir mal. Und dann gehen wir schnell hier zurück zum Festival. Ich möchte ganz kurz mal noch einen Vollaufbau mit dem Dieselmotor machen oder zumindest mal einen theoretischen Vollaufbau. Einfach mal zu schauen, wie viel Leistung man tatsächlich rauskitzeln kann. Das habe ich alles drin, aber zur Kontrolle checke ich es nochmal ganz kurz aus. Dann machen wir hier den vollen Turbo. Auch den Hubraum machen wir auf 3,5 Liter. Und dann Ladeluftkühler und Ölkühlung. Ups, da können wir drin bleiben. Dann hätten wir, boah, das ist schon heftig, 523 kW und 1714 Newtonmeter Drehmoment. Das ist schon echt krass. Also ich rechne ganz kurz die PS-Leistung um. Das wären dann 723 PS. Also das ist schon krass, was man aus dem Dieselmotor rausholen kann. Also gerade wenn man so einen Offroader aufbauen möchte, ist es schon nicht schlecht. Gerade das Drehmoment hilft da natürlich schon. Ne? Das ist schon geil. So, jetzt möchte ich aber ganz schnell noch den Komplettumbau machen in den letzten Sekündchen. Viel können wir da jetzt nicht mehr machen, aber wir bauen mal eben den 5,5 Liter ein und wir machen hier das hier weg. Wir machen schnell die Semi-Slicks drauf. Den Rest können wir eigentlich lassen. Wobei, wir könnten da jetzt so ein bisschen sportlichere Felgen machen. Gucken wir gerade mal, was haben wir denn da zur Auswahl? So irgendwie solche sollten doch so ein bisschen den AMG-Style so ein bisschen hochleben lassen. Natürlich brauchen wir dann auch entsprechend 21 Zoll Felgen. So, zack. Und das können wir ja alles lassen. Ja, das können wir auch, aber dann machen wir jetzt natürlich das Rennfahrwerk rein und so weiter und dann machen wir da noch einen Vollaufbau draus. Ich meine, ich weiß zwar, wo die Reise hingeht bei dem Motor. Aber boah, machen sie jetzt einfach mal gemacht ist gemacht. So. Dann kommen wir hier auch auf ordentlich Leistung. 670 kW, 1105 Newtonmeter Drehmoment. Ah, Gewichtsreduktion können wir noch machen, stimmt. So, da sind wir nämlich ein bisschen besser dabei. Dann haben wir doch hier unser leicht gepimpten All-Terrain Project EAT. Ja, aber naja, ist jetzt eher für die Autobahn, glaube ich. Und ich glaube, jetzt mit dem schönen V8, das ist auch ein bisschen anderes Fahren. Oh ja, das ist ja natürlich, das hat jetzt natürlich AMG-Style. Und jetzt können wir auch ein bisschen ausdrehen wieder, die ganze Sache. Ja, aber das können wir gerne auch mal ausführlicher vielleicht in einer Autowunsch-Folge machen. In unserem Autowunsch-Format. TWIF nennt sich ja das Ganze. Und da kannst du dich dann eben reinklicken und das Auto wünschen. Das sollte auch mittlerweile eingepflegt sein, eben jetzt diese ganzen neuen Fahrzeuge, die im Season 11 Update reingekommen sind oder dann auch über die nächsten Tage reinkommen werden oder freischaltbar sind. Müssen wir es vielleicht so formulieren. Und ja, leider kann ich jetzt mit dem Umbau nicht mehr Zeit verbringen. Ich möchte die Folge nicht unnötig in die Länge ziehen. Aber wir haben da schon mal einen kleinen Ausblick doch schon mal erlebt jetzt mit dem Fahrzeug. Und deswegen würde ich jetzt einfach sagen an dieser Stelle, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, du hattest viel Spaß und gute Unterhaltung. Konntest auch vielleicht ein bisschen was Informatives mitnehmen. Wenn dem auf jeden Fall so wäre, lass doch gerne ein Däumchen nach oben da. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Forza Horizon 4. Mach's gut, bis dann. Ciao.